Hallo zusammen. Wir vom Profi sind heute bei der Firma HR Agrartechnik im münsterländischen Velen zu Besuch. Hier rüsten wir gemeinsam die Reifendruckregelanlage Isofill nach. Das Besondere dieses Systems ist zum einen, dass es ein Einleitersystem ist, dass die Reifendruckventile ihr Signal per Bluetooth an die Steuerung übersenden und zu guter Letzt, dass das System auch noch Isobus-fähig ist. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Like da oder kommentiert das Video. Viel Spaß! Wir beginnen mit dem Anbau der Radventile mittig zwischen Radscheibe und dem ersten Absatz des Felgenbandes. Es ist darauf zu achten, dass man mindestens 2 cm Platz zur quer zur Laufrichtung laufenden Schweißnaht lässt. Jetzt geht es schnell. Vorbohren mit einem 6er-Bohrer, 19 mm Kernloch bohren und ein 0,5-Zoll-Gewinde einschneiden. Am besten alles, solange noch Luft im Reifen ist, um die Späne nach außen zu blasen. Das angeraute Gewinde bietet beim Eindrehen etwas mehr Widerstand. Doppelnippel, Kugelhahn und Tülle werden im Anschluss mit Gewindedichtmasse bis zur passenden Position eingedreht. Die Zuluft wird direkt am Vorratstank entnommen. Über die eine Seite des T-Stücks wird die Anlage versorgt. Hier dient ein Überstromventil als Absicherung. An der anderen Seite wird der Steuerdruck für die Ventile entnommen. Ja, neben mir steht Christoph Hante. Christoph ist neben Markus Rensing Geschäftsführer und Inhaber der Firma HR Agrartechnik. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine eigene Reifendruckregelanlage zu entwickeln? Das ist dem geschuldet, wir haben einen elterlichen Lohnbetrieb und sind seit 2001 mit Reifendruckregelanlagen unterwegs. Und da war es so, dass wir uns gewisse Sachen und auch den Fahrern nicht gefallen haben und sind dann angefangen, Reifendruckregelanlagen zu entwickeln. Und im Jahr 2019 kam dann die Chance, in das Thema Isobus näher einzusteigen. Der entscheidendste Vorteil ist, dass wir bei unserer Anlage Bluetooth-Sensoren einsetzen, die den Druck direkt vom Reifen zur Steuereinheit senden, sodass du zu jeder Zeit weißt, wie viel Druck ist in jedem einzelnen Reifen drin. Auch wenn du die Kugelhähne geschlossen hast oder vielleicht sogar im Winter oder im Forst die Rohrleitung oder Schlauchleitung demontiert hast. Für die Rohrbügel müssen individuell Halter angefertigt werden. In unserem Fall bietet sich ein Anschrauben an die Treppenhalterungen an. Vorne werden die Rohrbügel mit Kunststoffschellen auf die Kotflügel geschraubt. Passend zu den Lochkreisen liegen Halter für die Drehüberträger bei. Vorne müssen die Abstandshülsen angepasst werden, sodass der Drehüberträger etwa 2 mm Luft zur Radnabe hat. Daraufhin werden die Rohrbügel mit den Drehüberträgern und mit den Ventilen verbunden. Kunststoffbögen am Drehüberträger dienen als Sollbruchstelle bei Kollisionen. Die Zuleitung vom Ventilblock zur Vorderachse erfolgt mit einer zentralen Leitung, die per T-Stück auf die Räder aufgeteilt wird. Hinten wird jedes Rad über eine separate Leitung an den Ventilblock angeschlossen. Für den Ventilblock konstruieren wir eine einfache Konsole, die mit an die Halterungen der Bremsanlage geschraubt wird. Die Schläuche zum Ventilblock und hin zu den Rädern sind flexibel, halten Temperaturen bis 110 Grad Celsius stand und bieten mit einem maximalen Betriebsdruck bis 28 bar ordentlich Sicherheit.
Das Anschließen der Steuerung an den Isobus des Traktors ist einfach. Per Y-Kabel wird der Controller mit an die Isobus-Steckdose im Heck gesteckt. Die Steckdose ist weiterhin nutzbar. Genauso einfach ist das Aufschrauben der Bluetooth-Reifendrucksensoren auf die Standardradventile. Wir haben hier die Isobus-Variante unserer Reifendruckregelanlage. Und man sieht jetzt hier auf dem ersten Blick direkt schon, dass es für einen Schlepper ist, weil die Anlage gibt es natürlich auch für Anhänger, dann wäre hier ein Anhänger eingeblendet. Dann sehen wir mit dem roten Strich den niedrigst gemessenen Druck an den Reifen, den wir hier unten links digital sehen können. Und wir sehen den Solldruck, in diesem Fall jetzt für den Straßenmodus, der mit 2,4 Bar angegeben ist. Diesen Solldruck können wir über den Pfeiltasten hier verstellen. Im Moment ist es so eingestellt, dass er 0,1 Bar Schritte macht. Wir haben hier rechts ja die Straßentaste. So wäre die aktiv. Die ist im Hintergrund grün. Jetzt würde die Anlage aufpumpen. Und wenn wir dann nochmal drauf drücken, bricht das ab. Oder wir können hier unten bis auch immer über das X abbrechen. Wenn wir jetzt hier auf Ablassen drücken, schaltet die Anlage auf den Feldmodus, also auf den niedrigeren eingestellten Druck. Der ist im Moment hier unten rechts mit 1 Bar angegeben. Und die Anlage würde jetzt so lange ablassen, bis einer der vier Reifen diesen Sollwert erreicht. Jetzt hat man schön gesehen im Hintergrund, die Anlage ist jetzt selbstständig auf Stopp gegangen, weil wir im Moment keinen Druckluft am Schlepper anliegen haben und die Ventile nicht schalten. Und nach 10 Sekunden schaltet die automatisch aus Sicherheitsgründen ab. Wir können auch im Ablassmodus natürlich den Solldruck verstellen. In diesem Fall jetzt minimal bis auf 0,8 Bar. Der Wert für den niedrigsten Felddruck oder den maximalen Straßendruck kann im Betriebsleitermenü eingestellt werden. Wenn wir jetzt hier auf die Einstellungsseite gehen, dann kommen wir erst über die Information, dass wir nochmal den Druck aller vier Reifen mit zwei Stellen hinterm Komma sehen. Und wir können den Batteriezustand von jedem Bluetooth-Sensor, der auf jedem Ventil aufgeschraubt ist, sehen. Und wenn hier dann Low erscheint, dann hat man noch mindestens 3 Monate Zeit, um die Batterien zu tauschen. Die Batterie hält mindestens 2 Jahre. Wir haben auch Betriebe dabei, die fahren schon seit 3 Jahren damit. Wenn der Schlepper keinen Isobus hat, dann bekommt er genau die gleiche Hardware, bis auf, dass er für die Ansteuerung ein Zusatzterminal bekommt. Dies funktioniert genauso im Grunde wie diese Anlage. Allerdings ist es da so, dass man nicht jeden Reifen einzeln sehen kann und es gibt keine Alarmmaske, wenn zum Beispiel der Druck unterschritten worden ist. Der Vorteil von der Isobus-Variante ist halt einfach, dass man nichts in der Kabine zusätzlich anbringen muss, da wir von hinten an die Isobus-Steckdose gehen, sodass diese auch frei bleibt. Die Anlage kostet in der gezeigten Variante rund 4.400 Euro ohne Montage und Mehrwertsteuer. Und für alle Kunden, die zum Beispiel eine andere Isobus-Maschine fahren, also ein Güllefass oder was auch immer, und sagen, ich möchte aber trotzdem die Informationen meiner Reifendruckregelanlage zu jeder Zeit griffbereit haben, für die gibt es ein Zusatzdisplay, was mit einem USB-Kabel mit Strom versorgt wird. Mehr zu diesem und vielen weiteren spannenden Themen lesen Sie in Profi 7 2023.